presented by Game Freak. Und damit ganz herzlich willkommen, Freunde, endlich ist es soweit. Pokémon Let's Go ist endlich da. Wir spielen Let's Go Evoli, weil ich Evoli cooler finde als Pikachu. Außerdem haben wir da mit der Entwicklung ein paar Optionen mehr. Und wir spielen selbstverständlich auf Französisch. Nein, wir spielen auf Deutsch. Ja, Auswahl der Sprache ist endgültig. Das habe ich mir fast gedacht. Und wir treffen auf Professor Eich. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, aber die meisten Leute nennen mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon können auf sehr unterschiedliche Weise miteinander leben. Für manche sind sie nur niedliche Begleiter im Alltag, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Was mich betrifft, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Aber jetzt erzähl mir erstmal was über dich. Wie siehst du eigentlich aus? So, wir haben hier eine ganz kleine Auswahl an verschiedenen Charakteren. Wir spielen natürlich einen Jungen, denn wer es noch nicht weiß, ich bin übrigens einer. Ich weiß nicht, ich finde die Auswahl ein bisschen klein. Ich denke, der kommt da noch am ehesten hin. Verrätst du mir auch noch deinen Namen? Natürlich, denn wir heißen, wer hat damit gerechnet? Selbstverständlich, Taro. Hallo? Ich sagte, wir heißen selbstverständlich, Taro. Alles klar, dein Name ist also Taro. Absolut richtig. Diesen jungen Mann hier kennst du, oder? Ha, klar kennst du ihn. Schließlich seid ihr schon von Kindesbeinen an die besten Freunde und die größten Rivalen. Wie heißt er doch gleich? Stimmt, darüber habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Wir haben ja einen Antagonisten. Ich denke mal, ich werde ihn, wie er in den Originalteilen auch hieß, einfach Blau nennen. Denn, wer es noch nicht weiß, Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli sind ein Remake quasi von Pokémon Gelb. Nur an der Story hat sich ein bisschen was geändert. Pokémon Gelb ist die dritte Sonderedition zu Pokémon Rot und Blau. Damals auf dem Game Boy. Ne, auf dem normalen Game Boy. Es war nicht mal der Game Boy Color. So lang ist das schon her, Kinder. Und wird so von Nintendo als die ultimative Version der ersten Generation angesehen quasi. Und ja, in der ersten Generation heißt der Antagonist natürlich Blau. Wie konnte ich das vergessen? Hallo, Evoli. Nimm bitte deine Pfoten von meiner Kamera. Es ist Zeit, Taro. Eine unglaubliche Reise in der Welt der Pokémon erwartet dich. Du machst nur Pfotenabdrücke. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und jetzt, let's go. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das im Englischen wesentlich epischer geklungen hat als hier im Deutschen. Aber wie auch immer, wir scheinen endlich unser Abenteuer beginnen zu können. Hä? Das sind meine Hände. Darf ich? Ich darf. Wunderbar. Ganz kurz vorneweg, ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen, denn wir spielen das Spiel irgendwie nur mit einem Joy-Con. Ich konnte entweder im Handheld-Modus spielen mit einem Joy-Con oder mit diesem Pokéball-Controller. Ich dachte am Anfang, geil, ich benutze meinen Pro-Controller. Funktioniert aber nicht. Kann ich mit dir interagieren? Das ist eine Nintendo Switch-Konsole. Sie ist mit dem Fernseher verbunden. Wir leben also am Zahn der Zeit. Eine super plüschige Evoli-Puppe. Und auf dem PC haben wir hoffentlich wieder einen Trank. Nein, wir sehen nur unseren Posteingang. Da ist eine E-Mail vom Blau im Posteingang. Hey, Taro, hier doch schnell das Wichtigste, was du als Trainer auch nö. Ja, A drücken, ja, rennen, X-Knopf, ja.
Ich weiß, wie man Videospiele spielt. Hey, ich bin's! Bist du schon auf dem Bein, Daro? Ich komm hoch! Nein, ich habe doch nichts an. Ha, verarscht, ich habe doch was an. Morgen, Daro! Du schaust aber verdutzt aus der Wäsche. Bist du noch nicht ganz wach? Was? Ich bin überrascht, dass du überhaupt schlafen konntest. Heute ist doch unser großer Tag. Der Tag, an dem wir endlich ein eigenes Pokémon kriegen. Und unser erster Tag als Pokémon-Trainer. Los, komm, wir dürfen keine Sekunde verlieren. Ah, Sekunde. Hast du meine E-Mail von gestern gesehen? Wenn nicht, dann lies sie dir doch schnell mal schnell durch. Da stehen wichtige Sachen drin, wie du dein Menü öffnest. Was ist ein Menü? Ich gehe schon mal vor. Ich warte einfach bei Professor Eichs Labor. Und ein Ich warte mal bei Professor Eichs Labor heißt so viel wie Kommen zu Professor Eichs Labor, dann geht's weiter. Aber wir reden doch nochmal kurz mit Mutter. Sag mal, hast du nicht einen Termin bei Professor Eich? Blau wollte doch mit dir eure Pokémon abholen gehen. Das ist richtig. Deswegen verlieren wir auch überhaupt keine Zeit. Oh, sieht so schön aus. Also ich meine, das ist jetzt keine High-End-Grafik oder so, aber das erwartet man von Pokémon auch überhaupt nicht. Ich bin mal gespannt, weil angeblich die Hauptgeneration, die nächstes Jahr rauskommen, einen ganz anderen Grafikstil haben sollen, werden, tun. Es sieht echt, trotz allem, trotz diesem schlichten Grafikstil, echt schön aus. So, gehen wir ins Labor von Professor Eich. Halli, hallo, Hallöchen. Wer sitzt auf einem Stuhl und hilft Professor Eich dabei, Pokémon zu erforschen? Ich natürlich, weil ich sein Lieblingsassistent bin. Ja, der bist du. Man sieht es vielleicht nicht sofort an, aber Professor Eich genießt höchstes Ansehen als Pokémon-Forscher. Unter den Pokémon-Trainern gibt es einige, die ihn regelrecht verehren. Ich helfe Professor Eich dabei, Pokémon zu erforschen. Weißt du was? Ich bin sein Lieblingsassistent, aber verrat das nicht meinem Kollegen da drüben. I see. Hey, Blau! Hey, Daro! Professor Eich ist anscheinend gerade nicht da. Meinst du, die Pokémon, die wir von ihm bekommen, stecken in den Pokébällen da? Oh Mann, ich kann's kaum erwarten! Ich kann es auch kaum erwarten. Professor Eich scheint nicht da zu sein. Dann gehen wir ihn doch mal suchen. Und zwar da oben im hohen Gras, weil das ist voll gefährlich. Da sind Pokémon drin und Professor Eich. Vielen Dank, Freunde. Ihr habt mir dabei geholfen, euch Taubsi etwas besser zu verstehen. Macht's gut. Oh, sieh einer an, wenn das mal nicht Daro ist. Ach stimmt ja, ich hatte versprochen, dir und Blau euer erstes Pokémon zu geben. Dann lass uns doch gleich zum Labor gehen. Hä? Na sowas? Ja, das ist so süß. So, ne? Ein wildes Evoli erscheint. Oh, wie ungewöhnlich, dass sich hier ein Evoli herumtreibt. Du solltest die Gelegenheit nutzen und versuchen, das Pokémon zu fangen. Du musst nur gut zielen und einen Pokéball auf es werfen. Richte deinen Joy-Con horizontal in Richtung des Pokéballs auf dem Bildschirm aus. Ah, halte den Joy-Con ausgerichtet, drücke den A-Knopf. Ha. Ich glaube, das wird sehr gewöhnungsbedürftig, aber es hat funktioniert. Klasse, Evoli wurde gefangen. Das wird noch sehr gewöhnungsbedürftig werden. Ein hervorragender Wurf, kaum zu glauben, dass das ein allererster Fang war. Jetzt musst du den Pokéball nur noch aufheben und schon gehört das Pokémon dir. Wenn du möchtest, kannst du deinem Evoli sogar einen Spitznamen geben. Huch! Es ist überhaupt kein Pokéball gewesen, sein Voltoball, es wehrt sich. Hey, warte, komm zurück! Und Evoli ist ja so, Tschüssikowski, Assis! Professor, können Sie mir erklären, warum auf einmal drei Pokébälle fliegen? Ich könnte schwören, eben waren es noch zwei. Da steckt der kleine Ausreißer, also ich schätze, im dritten Ball befindet sich das Evoli, das Daro eben gefangen hat. Was, echt? Du hast ganz alleine Pokémon gefangen, Daro? Wow, habt ihr das gesehen? Ha, dieses Pokémon ist wirklich quicklebendig. Im Gegensatz zu mir, weil ich bin alt. Los, Daro, heb den Pokéball auf und halt ihn diesmal ganz fest in der Hand.
Ganz langsam und vorsichtig. Ganz vorsichtig. Und du hast ihn fallen lassen. Es ist so süß. Oh mein Gott. Ah. I can't even... Ah. Cuteness overflow. Du hast Evoli als dein erstes Pokémon erhalten. Höchst ungewöhnlich, dass ein Pokémon einfach aus Lust und Laune aus seinem Pokéball hüpft. Es hat dich offenbar ins Herz geschlossen. Wie wär's, wenn du ihm einen Spitznamen gibst? Soweit habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich denke mal, ich werde Evoli keinen Spitznamen geben. Ich glaube, ich weiß es nicht. Soll ich meinen Pokémon hier Spitznamen geben? Ich nehme das Professor hier Pokémon hier Professor Eich. Ich nehme das Professor hier Pokémon Eich. Und unser Rivale nimmt ein Pikachu. Wie hätte es anders sein können? Ach, wir können uns frei bewegen. Vielleicht, ich weiß noch nicht, ob ich meinen Pokémon Spitznamen geben soll. Vielleicht, wenn ihr fleißig kommentiert, suche ich mir... Oh, Evoli ist schon stuck. Gute Sache. Die KI scheint ja zu funktionieren. Wenn ihr fleißig kommentiert, dann suche ich mir den Namen von dem einen oder anderen Kommentator raus. Und vielleicht geben wir uns ein Pokémon... Dann auch Spitznamen. So, gehen wir erstmal hier raus. Oh, einen Moment, eine Sache wäre da noch. Jetzt, wo ihr richtige Pokémon-Trainer seid, habe ich eine Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr etwas auf eure Reise mitnehmt. Oho. Was denn? Was ist das, Professor? Das, mein Lieber, ist ein Pokédex. Ich habe ihn selbst entworfen. Darin werden automatisch Daten zu den Pokémon aufgezeichnet, die ihr in euren Abenteuern begegnet. Es ist eine Art Hightech-Lexikon, das seine Seiten selbst mit Inhalt füllt. Ein magisches Buch. Hier, Daro und Blau, diese beiden Exemplare schenke ich euch. Und wir erhalten unseren Pokédex. Wunderbar. Die gesamten Daten eines Pokémon erfasst der Pokédex übrigens erst, wenn man es gefangen hat. Es reicht also nicht, es nur gesehen zu haben. Wisst ihr, ich träume schon seit einer langen Zeit davon, einmal einen vollständigen Pokédex in den Händen zu halten. Informationen zu sämtlichen Pokémon dieser Welt, jederzeit griffbereit. Aber ich bin inzwischen selbst zu alt, um die unzähligen Pokémon selbst zu fangen. Solche Abenteuer sind nicht mehr für meine müden Knochen. Deshalb möchte ich, dass ihr zwei meinen Traum verwirklicht und den Pokédex vervollständigt. Mit dieser Arbeit werden wir Geschichte schreiben. Geschichte, hört ihr? Also macht euch auf den Weg, das Abenteuer wartet auf niemanden. Boah, unser eigener Pokédex, oh Mann. Wir werden auf unseren Reisen so vielen Pokémon begegnen, das wird super! Ich kann nicht länger warten, ich mach mich gleich auf die Socken. Wir sehen uns bestimmt irgendwo da draußen, oder? Lass dich nicht hetzen, bis später! Und wir haben offenbar keinen ersten Kampf gegen unseren Rivalen hier. Und wir haben direkt den Pokédex gekriegt, was seltsam ist, weil eigentlich müssten wir ja in Vertania City erst Professor Eichs Päckchen abholen. Oh, das ist ja ein süßes Pokémon. Das hat dir bestimmt der Professor geschenkt. Moment, was sagst du? Du hast es ganz allein gefangen? Da bin ich ja sprachlos. Und wie heißt das Kleine? Ah, Evoli. Wirklich niedlich. Wolli! Hui, ist ganz schön lebhaft. Ihr beiden werdet euch jetzt in euer Abenteuer stürzen, habe ich recht. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann mal kommen würde. Deshalb habe ich das hier für dich aufbewahrt. Und wir bekommen unsere Karte. Okay, es scheint doch einiges verändert worden zu sein im Vergleich zu den Originalspielen. Wenn du einmal wissen willst, wo genau du gerade bist, musst du einfach nur einen Blick auf die Karten in deinem Beutel werfen. Na gut, dann wünsche ich euch beiden eine gute Reise. Passt einfach auf euch auf. Weil sonst kriegen wir ja die Karte von Blaus Schwester, die hier rechts in dem Haus ist. Dann werde ich da mal reinschauen. Denn anscheinend, na, was sagst du denn? Oh, du und Blau habt beide ein Pokémon erhalten, das freut mich für euch. Ah. Ah, okay. Moment, ich hab da was gesehen. Moment. Guck mal, da steht ein Bild. Ist das Blau mit einem Radfratz in der Hand? Auf dem Arm? Oh, das ist so cool, die Details. Und auch, dass man hier die komplette Karte sieht, wie sie aussieht, wie Kanto so aussieht. Ich bin mal sehr gespannt, ob es die Sevii Islands geben wird.
Denn die fand ich persönlich sehr cool. Die gab es aber in Gelb noch nicht. Die gab es erst in Feuerrot und Blattgrün. Gut, dann würde ich sagen, Freunde, bevor wir uns hier weiter ins hohe Gras einstürzen, wo wir schon Knofenzer und Radfratz und Taubsi sehen, soll es das erstmal von meiner Seite aus gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.